jetzt am Stand von Artus Origin und spreche mit Herrn Ivo Franz. Herr Franz, wie haben sich die Anforderungen an IT in den letzten Jahren geändert? Der Markt wird immer schneller. Es wird von uns erwartet, ständig verfügbar zu sein. Die Kosten müssen günstig sein und die Sicherheit muss gegeben sein. Spätestens nach iPhone und iPad sind die Möglichkeiten wieder enorm gewachsen. Welche Anforderungen bringt das für den IT-Markt mit sich? Zusätzlich zu dem Lokalen, was wir alle kennen, kommt die Mobilität dazu. Ich möchte heute von meinem iPhone oder meinem Endgerät auf meine Anwendung zugreifen können, egal wo ich bin. Wenn man jetzt von überall auf der Welt auf seine Daten zugreifen kann, gibt es da nicht Probleme mit dem Datenschutz und der Datensicherheit? Eine sehr große Herausforderung und der Partner, der Kunde muss darauf achten, dass er einen Partner wählt, der große Erfahrungen in dem Markt hat, beispielsweise aus dem Finanzsektor. So gut wie alle Unternehmen haben ja jetzt bereits schon eine IT. Sollte man da vielleicht regelmäßig auch mal überprüfen, so analog zum TÜV beim Auto? Jedes Unternehmen muss sich dem ständigen Verbesserungsprozess unterwerfen. Insofern sind wir der richtige Partner, den Kunden hier umfassend zu beraten. Und wir machen Audits und stellen fest, wo sind möglicherweise Lücken. Und manchmal sind auch mit sehr kleinen Lösungen schon große Erfolge zu erzielen. Wie stellt es sich denn mit den Kosten dar? Sie können sofort Kosten sparen. Nehmen Sie nur mal das Beispiel Cloud Computing. Sie brauchen nicht Ihre gesamte IT im Hause zu haben. Sie haben auch nicht immer die Experten, die Sie ständig vorhalten müssen. Da haben Sie als Beispiel Einsparungen deutlich größer als 30%. Wie sollte denn ein IT-Dienstleister aufgestellt sein, um diesen wachsenden Ansprüchen nachzukommen? Nah am Kunden, auf Augenhöhe mit dem Kunden, flexibel, schnell und vor allen Dingen technologisch auf Top-Niveau. Wunderbar, dann bedanke ich mich recht herzlich und wünsche Ihnen noch eine angenehme Messe. Danke Ihnen auch.